So, jetzt sind wir hier bei Cinco's Müller, einer Traditionskneipe in Münster, mit der kompletten Saxonettenbande. Ja, geht schon. Ich sehe sie schon. Schräg oben zeigen, dann schräg oben links zeigen, das ist links oben. Dann schräg oben rechts zeigen, das ist rechts oben. Im Rahmen. Der darf gar nicht auf dem Fahrrad fahren. Ja. Der kennt das nicht. Ich will einen Termin ausmachen und dann machen wir das alles. Da liegt der Kreuzschraum, zieht auch mal. Zeige mir. Wirklich. Eine halbe Stunde, ja, dann wieder. Der Sporti, habe ich doch noch einen Stuhl, der Sporti. Die kurbeln auch. Ja, genau, beim Fahrrad. Beim Fahrrad. Das soll sich immer festschrauben, ja? Das Schlagen war das Polrad. Ich weiß nur nicht, wie weit man jetzt... Wir nehmen die Mutter ab und nicht die Schraube. Klemmen einen Schraubenzieher drunter, setzen drei Schlüssel an und Leute, links hier so leicht. Also rechts rumdrehen.
Und nicht vergessen zur Montage. Wer das kaputt macht, der kriegt aber so ein Ersatzteil hier für 30 bis 50 Euro. Und nicht vergessen zur Montage unbedingt einen schreiend hellgrünen Montageanzug anziehen. Ja. Damit man an der Landstraße nicht vom Bussen überfahren wird. Falls einem die Kurbel, wenn er gegen springt. Guck mal eben. Dieser klitzekleine Abzieher, ob der das schafft, naja, gucken wir mal. Sieht ein bisschen selbstgefertigt aus. Ja. Ah, das sind immer die Besten. Der sieht wirklich aus wie selbstgefertigt. Ich stütze das Rad, ja. Ich stütze das Rad. Und sie hat verloren, die Schwungscheibe. Bravo. Ende Teil 1. Sporty weiß, was er ihm schuldig ist. Mindestens einmal besoffen machen heute. Kann ich das Dateien aufhaben? Wofür? Für den Film. Wie meinst du den Film? Den Film meinst du haben? Ja. Ja, ich kann ich dir ja schicken. Oder wenn, hast du was dabei? Die Reflexe? Ein Ding ist, wie heißt das? Ein Chip? Dann überspiele ich sie dir. Ein Chip habe ich bei. Ja, dann überspiele ich dir auf einen anderen Chip. Okay, tue ich da gleich auf Laptop und überspiele dir das auf den Chip. Okay, dann gebe ich dir gleich, wenn du einen Chip dabei hast. Ja? Ich halte ja jetzt ruhig. Ja, die nehme ich gleich. Oder gib mir in der linke Hand. Weil ich filme ja noch. Danke. Und der Abstand, Hallo, der Abstand. Ach, guck mal. Der hat so ein Blech. Und zack. Jetzt mal starten, bitte. Der startet jetzt den Motor. Ah, der startet ja gar nicht dran. Haben wir da vorne verkauft. Das haben wir eingetauscht gegen das Polrad. Ach, das war doch hier für 1 Euro, ne? Aber nicht glücklich, oder? Wird da nicht in deinem neuer Riemen? So, haben Geist aufgegeben. Ich hab mal eben geschaut, dass die so arbeiten. Wenn ich falsch mache, dauert die ganze Motorwasser monatelang in der Hase rum, weil du die Welle verbaut hast. Kannst du nochmal sagen, das Motorrad? Achso. Ich wollte schon sagen, hat einer einen Düsenantrieb in eine Saxonette eingebaut? Mein Gott, ist der jetzt leise. Super. Super gemacht. Das ist jetzt kein Motor. So, da würde ich jetzt aber eine Inni-Umarmung sehen, des Besitzers und des Mechanikers hier. Das war ein Schalter. 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 Das war ein Schal